Es geht um ganz wenig Geld, ein klitzekleiner Betrag, den die 39-jährige Frau wohl ganz dringend braucht, als sie heute Morgen ins Jobcenter an der Mainzer Landstraße in Frankfurt kommt. Als man ihr sagt, dass ihr das Geld nicht zusteht, dreht die Frau durch. Sie will nicht eher gehen, bevor sie das Geld bekommt. Die Sicherheitsleute rufen die Polizei und dann eskaliert die Situation. Noch im Jobcenter wird die 39-jährige Täterin reanimiert. Mit einer schweren Bauchverletzung kommt sie in ein Krankenhaus. Zuvor ist die Frau wohl wegen eines kleinen Geldbetrages, auf den sie bestand, völlig ausgerastet. Wie dieser Zeuge berichtet, der namentlich nicht genannt werden will. Ich bin eine Minute vorher rausgekommen aus dem anderen Zimmer nebenan. Und wo ich fertig war, habe ich gesehen, dass die Polizei drin war. Und eine Minute später ist der Schuss gefallen. Also die muss ein Messer gezogen haben und auch einen verletzt haben. Es ist 8.50 Uhr am Morgen, als die Frau die Nerven verliert. Ein Mitarbeiter des Jobcenters soll noch auf die 39-Jährige eingeredet haben. Aber einmal in Rage konnte auch das Sicherheitspersonal des Jobcenters die Frau nicht mehr beruhigen. Morgen wurde die Polizei verständigt, dass hier eine Dame im Rhein-Main-Jobcenter randalieren würde und auch das Haus nicht verlässt. Als die Funkstreife hier eintraf, wurde sie von der Frau unmittelbar mit einem Messer attackiert. Ein Kollege wurde dabei schwer verletzt. Daraufhin wurde auf die Dame von einer Kollegin geschossen und diese ist mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Hier in der Mainzer Landstraße in Frankfurt im Rhein-Main-Jobcenter für Wohnungslose und Suchtkranke kommt es wohl öfter zu Streitigkeiten, bestätigen mehrere Leute. Es wird ab und zu mal laut, das ist klar, aber dass es jetzt so eskalieren tut, war bis jetzt noch nie gewesen. Und Leute hinkommen, die möchten ihr Geld haben und es wird irgendwie verweigert oder was, da passiert immer mal was, das ist klar. Aber es ging bis jetzt immer glimpflich aus, bis auf heute.